Wir sind schon mitten im Juli und hatten noch kein Modellupdate. Das werden wir heute ändern und das mit einer ganzen Menge an Neuheiten. Und die allergrößte Neuheit, die steht leider noch nicht auf dem Tisch, der Class Trion 750 Terratrak. Das ist nicht nur vom Modell die größte Neuheit, sondern auch von der Beliebtheit. Und von der Überraschung, denn die kam ziemlich plötzlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grundsätzlich gehen wir mal die Hard Facts durch. Das ist ein Class-Sondermodell, ist von Viking hergestellt. Limitiert auf 1000 Stück, kostet 160 Euro. Kommt mit Convio 1080 und einem Schneidwerkswagen. Ja, Class-Sonderverpackung, bietet die typischen Viking-Funktionen, also Tür öffnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe ihn noch nicht hier. Viele Kleinigkeiten. Steht im Shop alles beschrieben und wird vermutlich auch die typische Viking-Qualität sein. Und das für 160 Euro finde ich sehr gut. Also die Mähdrescher von Marge, speziell die Lexions, die gingen bei 180 los, tendenziell teurer. Also die begehrten kosteten alle 200. Deswegen bin ich da sehr begeistert und ihr seid es scheinbar auch, denn bei Class Direct bin ich mir sehr sicher, wird er heute, wenn ihr es schaut, ausverkauft sein. Jetzt, wo ich gerade aufnehme, sind noch 50 Stück da im Class Shop, nicht bei uns. Und bin mir sehr sicher, Freitag ist er weg aus dem Class Shop. Wir haben ganz sicher noch 10 Stück da. Abgezogen sind schon die Reservierungen. Ich hoffe, ich kriege noch mehr. Es ist so, und das ist eine nette Sache bei Class, dass bei sehr begehrten Modellen alle Händler erstmal eine gewisse Anzahl kriegen, nicht zu viele. Das finde ich fair. Und das ist der Grund, warum ich noch auf mehrere hoffe. Schauen wir mal. Es ist, wie es ist. Wenn er weg ist, ist er weg. Aber ich glaube, sehr begehrt. Das heißt, wenn ihr ihn noch nicht habt und er bei Class weg ist, bei uns stehen die Chancen gut, dass er noch da ist, da aber nicht zu lange warten. So. Und da wir noch eine ganze Menge anderes haben, muss es das gewesen sein. Ich hoffe, wir sprechen nächsten Freitag nochmal darüber, bin ich mir sehr sicher sogar. Weiter geht's mit diesem Schmuckstück. Kam auch recht überraschend, muss ich sagen. Oh, warte mal, beim Trion fällt mir noch was ein. Der soll noch als Radversion kommen, von Viking direkt, vermutlich dann Ende des Jahres. Kleiner Einwurf noch. So, jetzt aber. Das hier ist auch eine Sonderedition von Class, ist auch von Viking und ist ein Axion 69. Gibt wenig dazu zu sagen, ist ein grundsolides Modell, bietet die typischen Viking-Funktionen. Motorhaube, Türen lassen sich öffnen, Heckscheibe lässt sich öffnen, Pendelachse, schöne Reifen, gute Qualität, schöne Heckhydraulik. Wirklich grundsolides Modell, gefällt mir sehr gut. Kostet 80 Euro, ist auf 1000 Stück limitiert und kommt auch in einer Class-Sonderverpackung, die sich durch das Foto oben bemerkbar macht. Bei dem ist es so, dass aktuell noch genügend da sind, sowohl bei uns als auch bei Class. Es geht halt mal komischerweise außergewöhnlich schnell. Dann sind plötzlich 300 Stück, die bei Class noch verfügbar sind, plötzlich weg. Im Moment sieht es noch gut aus. Ich glaube, ihr braucht keinen Druck machen. Es ist aber wirklich ein schönes Modell. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und es kostet erstaunlicherweise halt 5 Euro weniger als die Arion-Modelle, die ja kleiner sind. Das ist ein bisschen eigenartig. Aber gut. Also will ich nicht meckern. Kostet also 80 Euro. Und apropos Arion. Der schwarze und der graue kosten 85 Euro. Und die sind bei Class raus. Bei uns noch, naja, gerade so zweistellig verfügbar, also so 10, 15 Stück vielleicht noch pro Modell. Also auch nicht mehr lange da. Das von Class und Viking. Es gibt aber noch eine Menge Neues. Da gehen wir erstmal weg von der Landwirtschaft. Gucken uns nur ganz kurz den hier an. Warum habe ich den Volvo im Portfolio? Einerseits ist er 1:32. Andererseits passt er halt super dazu und er ist vor allem von AT Collection und die machen auch Zeug für Landwirtschaft, auch im Maßstab 1:32 und das in einer
super Qualität und der Bagger schließt sich dem an. Also wer mal auf dem Hof eine Baustelle hat, der richtige Partner ist jetzt im Shop verfügbar. Ist ein sehr begehrtes Modell und kostet 135 Euro. Was, und da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ein fairer Preis ist, glaube ich. Also bin ich zumindest der Meinung. Die Verpackung ist auch sehr, sehr edel. Aber ja, ihr könnt mal schreiben, ob wir uns den mal angucken wollen. AT Collection ist schon eine spannende Firma. Klein, aber das hat halt manchmal auch Vorteile. So, und weiter geht's mit diesem Schmuckstück, der Fendt Cargo T955. So, und hier kommt nämlich die Sache mit dem Preis. Der kostet nämlich genauso viel wie der Bagger, also 135 Euro. Jetzt ist es meine persönliche Meinung, dass der Volvo größer ist, mehr Details bietet und genauso viel kostet. Den Volvo finde ich fair, den finde ich ein bisschen zu teuer. Tja, der kommt von Universal Hobbies, bietet auch schöne Funktionen. Ihr könnt die Kabine hochfahren und den Arm natürlich. Ja, es ist eine super Qualität, der ist sehr fein. Die Schläuche sind auch alle schön ausgearbeitet. Der macht schon was her. Trotzdem ist das schon ein heftiger Preis. Der ist nicht limitiert, sollte schon eine Weile verfügbar sein. Beim Bagger, der ist auch nicht limitiert, aber wie gesagt, der ist sehr begehrt. Da weiß ich nicht, wie viele die schon produziert haben. Wir bleiben aber bei Fendt und haben dieses Exemplar. Der ist auch neu. Und zwar gab es den zwar schon mal vor 2, 3 Jahren, aber jetzt in einer Neuauflage. Der ist von Ross, ein schöner Fendt 718 Vario. Und der hat sich zu meinem Lieblingsmodell gemausert. Der ist richtig, richtig schön. Also ich kann schon beschreiben, warum, aber warum ich mich in das Modell verliebt habe, weiß ich nicht. Aber er ist super detailliert. Die Reifen sind richtig gut geworden. Das Radgewicht ist sehr, sehr schön. Ja, es gibt nichts zu meckern. Der Lack ist wirklich gut. Die Aufkleber. Ein rundum gelungenes Modell, muss ich sagen. Kostet 80 Euro. Und speziell im Vergleich zu der ersten Version von Ross ist der hier viel, viel schöner. Da haben sie an einigen Stellschrauben gedreht. Ist auch nicht limitiert, sollte auch eine gewisse Zeit verfügbar sein. Bleiben wir im Hause Akko, da gibt es auch Massey Ferguson. Auch eine Neuheit, der Massey Ferguson 5S. Zu dem gibt es wenig zu sagen. Es ist ein typisches Universal Hobby Modell, würde ich sagen. Also Qualität ist grundsolide. Das Schöne hier ist, dass er mit ausgearbeiteter Heckhydraulik kommt. Also es ist eine echte Heckhydraulik. Es ist dieselbe Qualität wie der 8S, falls den jemand hat. Es ist halt ein kleinerer Traktor. Und mir gefällt die Form nicht so sehr. Liegt jetzt nicht am Modell, liegt am Original. 75 Euro, nicht limitiert. Ich glaube auch nicht so begehrt, sollte auch lange verfügbar sein. Wobei meine Prognosen nicht immer zustimmen, muss ich auch mal sagen an der Stelle. Und weiter geht's. Mit diesem Schmuckstück, der John Deere 4955. Hier gilt dasselbe wie bei dem Ross. Das ist eine Neuauflage. Bei Schuko bin ich halt nicht so drin. Ich habe mir schon angeguckt. Mir fällt jetzt nicht so der Riesenunterschied zu dem alten Modell auf. Vielleicht gibt es Änderungen, vielleicht gibt es tatsächlich keine. Also vielleicht wurde er einfach neu aufgelegt. Ist insgesamt ein richtig schönes Modell, gibt es nichts zu meckern. Kostet 80 Euro. Schuko ist ja generell immer ein bisschen teurer. Hat übrigens eine vereinfachte Heckhydraulik, was ich bei Schuko nicht so häufig gesehen habe. Ist aber auch neu. So, zack, 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 geht's weiter. Den hatte ich im letzten Video oder vorletzten Video schon. Der John Deere 8RX von Britons bzw. Ertl. Es ist die Prestige Collection. Es ist ein grandioses Modell, das hatte ich schon erwähnt.
Ich finde den richtig, richtig gut. Und Viking-Qualität, wer das Video nicht gesehen hat. Also echt gut. Wieso ist meine Uhr nicht lautlos? 75 Euro sind auch noch ein paar da. Bei denen hier, die sind bei vielen Shops ausverkauft. Deswegen weiß ich nicht, ob da gerade irgendwie der Nachschub blockiert ist oder ob die schon ausgelaufen sind. Also, dass sie gerade nicht nachproduziert werden, weiß ich nicht. Bei uns sind schon noch ein paar da. Mit 75 Euro habe ich auch keinen Quatsch erzählt. Ich habe es mir extra nochmal notiert bei der Menge an Modellen. Dann gibt es im Schnelldurchlauf zwei kleine Sachen, die neu sind. Die gibt es allerdings schon länger, noch nicht bei uns. Glas Corto und Glas Disco von Prittens, hätte ich fast gesagt. Von Replik Agri. Richtig gut. Richtig, richtig gute Modelle. Auch nicht ganz billig, 40 Euro pro Stück. Die gibt es tatsächlich, so ehrlich bin ich, bei einigen Händlern günstiger. Ich weiß nicht wie. Vielleicht laufen sie auch schlecht, keine Ahnung. Ich kann sie nicht günstiger anbieten. Sind aber wirklich richtig gut. Und ist eine Empfehlung. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr sie woanders kauft. So, und dann sind wir eigentlich schon durch. Nein, sind wir noch nicht. Der ist jetzt nicht mehr ganz so neu. Die ist nicht mehr ganz so neu. Die Krone-Presse. Die Big Pack 1290 gibt es als Version mit Bail Collect hier und als Version ohne. Wir haben von beiden noch genügend da. Ich glaube, aber hier bin ich mir sehr unsicher, dass die schon noch ein bisschen verfügbar sein wird. Aber Ross und Pressen kann ich nicht einschätzen. Also, das ist so ein bisschen Spekulation. Es ist so, die Pöttinger Presse von Ross, die kostet ja nur 50 Euro gerade. Ist halt auch winzig. Die ist ein super Modell. Ich finde die auch optisch sehr, sehr gelungen. Die liefen ein Jahr lang überhaupt nicht. Und dieses Jahr geht die weg wie warme Semmeln. Deswegen keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube aber, ein paar Wochen, wenn nicht Monate, wird die schon noch da sein. Es ist auch so, dass sie recht gleichmäßig runtergeht, also von der Menge. Es ist jetzt nicht so, dass die Bell Collects fast alle ist und die normale nicht. Die gehen wirklich im Gleichschritt runter. So, stellen wir mal hier hin. Gucken nochmal, ob wir alles haben. Ich glaube schon. Dann halt! Ich habe ja noch meinen schlauen Zettel. Es ist nämlich so, dass das die Modelle sind, die jetzt verfügbar sind. Es kommen aber noch am Dienstag ein paar neue Sachen. Zum einen von AT Collection habe ich mir noch einen Atlas-Bagger geholt. Den finde ich richtig schick. Das ist ein kleinerer mit Rädern. Cooles Teil. Eine Spitzmaschine, ich glaube eine Spatenmaschine. Also hier ist holländisch. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, es war die Spatenmaschine. Hätte ich mal besser vorbereiten sollen. Die kommt auch rein von AT Collection. Und dann kommt eine ganze Menge an Mähwerken rein. Weil angefeuert durch die Glas Disco Mähwerke, da habe ich mal so geschaut, was es noch so an Auswahl gibt. Da kommt von Joskin was, von Kuhn, von Kubota, glaube ich auch. Das steht jetzt nicht auf der Liste, aber ich glaube, ich habe noch eine Marke bestellt. Ja. An Nachschub kommt rein der Joskin Silo Space, der ist gerade ausverkauft, also der Silagehänger. Trucks kommen ein paar neue rein von Scania. Und die Mulde von Joskin kommt auch wieder rein. Das ist das, was noch in Zukunft kommt. Jetzt muss ich mal spontan überlegen, ob demnächst noch was ansteht. Ja, natürlich Weiße Toys. Weiße Toys müsste jetzt wirklich ganz, ganz zeitnah losgehen. Meine letzte Info ist Anfang Juli. Anfang Juli ist jetzt. Also ich warte Tag für Tag drauf. Und dann soll es auch gewesen sein. Also ich mit Weiße Toys und den Trions bin ich genug beschäftigt dann, glaube ich.
Da sollen sie sich ein paar Neuheiten mal lieber aufheben. Zumindest aus meiner Sicht. Und dann sind wir das im Schnelldurchgang durchgegangen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich stellen. Ansonsten atme ich jetzt erstmal durch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche.